Willkommen zum Türchen 7 hier in der Cocktail Christmas Corner. Wieder mit mir, mit dem Phil. Und heute mache ich für euch was, was sich interessant anhört, sagen wir es mal so. Es ist ein Caramel Whisky Sour. Habe ich nur mal kurz auf meinen Zettel schauen müssen. Bis gleich nach dem Intro. Genau, der Karamell Whisky Sour. Jetzt schauen wir mal, was sich damit auf sich hat. Wir brauchen 60 Milliliter Whisky. Ich habe jetzt hier den Ben Brecken, diese 50 Milliliter, weil ich weiß, das sind keine 60, aber die hatte ich noch im Kühlschrank, nicht im Kühlschrank, in der Speise, in der Vorratskammer und die wollte ich jetzt hernehmen. Dann Zitronensaft, Karamellsirup, Entschuldigung, Eis für eben den Shaker, haben wir schon vorgefüllt. Genau. Fülle einen Cocktailshaker mit Eis, füge Whisky, Zitronensaft und Karamellsirup hinzu. Dann machen wir das doch mal. Erst den Whisky. Ich weiß, das ist jetzt nicht der hochwertigste Whisky, aber mir schmeckt er. Und genau, deswegen verwende ich den jetzt dafür. Also den mal rein. Dann die 30 cl nicht so frische gepresste Zitronensaft. Eins und ein bisschen was. Zwei. Drei. Und dann noch die zwei Teelöffel Karamellsirup. Zuckerfrei. Eins. Und zwei. Und dann das Ganze wahrscheinlich wieder schütteln, bis der Cocktail-Shaker außen frostig ist. Genau. Zeige den Cocktail in ein kurzes Glas. Das seht ihr ja eh schon. Ist wieder eins meiner guten Kristallgläser am Start. Ich glaube, das ist der erste Cocktail, der von der Farbe her auch so ist, wie er im Buch ist. Also dann, wohl bekommt's. Oh ja, man schmeckt auf jeden Fall sehr deutlich den Zitronensaft. Ist ja nicht umsonst ein Whisky Sour. Karamellsirup dürfte wahrscheinlich noch eins mehr sein. Aber auf jeden Fall, das taugt man. Der schmeckt gut. Alles klar. Dann haben wir jetzt den zweiten Cocktail oder den dritten Cocktail gefunden, der mir schmeckt aus dem Buch. Ist doch schon mal was. Alles klar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.